Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja, Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute doch nicht im Fernsehen oder auch nicht zusätzlich im Fernsehen, sondern ausschließlich hier bei uns im Radio bei 1 Live. Und wir haben heute eine freie Themennacht. Wir hatten ja geplant, das Thema XY ungelöst zu machen. Das wird verschoben auf einen späteren Zeitpunkt. Heute Nacht also freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann ruft an, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110 und E-Mail-Adresse 1live.domian@wdr.de. Erster Anrufer, Alexander, 25 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Alexander. Dein Thema? Mein Thema, ja, ich habe im Moment Stress mit meiner Freundin. Warum? Beziehungsweise mit meiner Verlobten. Mhm. Warum? Und zwar pflegt sie immer noch Kontakt zu ihrem Ex-Freund. Aha. Und sie hat auch zu mir gesagt, dass sie auch noch was für ihren Ex-Freund empfindet. Ui, das hört man natürlich nicht gerne. Nee, das hört man nicht gerne. Wie lange seid ihr zusammen schon? Ja, noch gar nicht mal so lange, seit dem 12.01. Ach so. Eigentlich ganz frisch verliebt. Mhm. Wie lange waren die anderen beiden zusammen? Also mit dem anderen, wie lange war sie da zusammen? Etwa 4 Jahre. 4 Jahre, lange, das ist schon wieder eine längere Zeit. Das ist schon längere Zeit. Ja, ich muss dazu sagen, dass ich mit meiner Freundin auch schon mal zusammen war, vor 5 Jahren etwa. Ach so, du bist also quasi auch ihr Ex, ihr ja, Ex-Ex. Genau. Und wie lange wart ihr damals zusammen? 8 Monate, glaube ich, waren das. Ah ja. Ja. Und in der Zwischenzeit gar keinen Kontakt gehabt? Ja, man hatte sich eine lange Zeit mal gar keinen Kontakt gehabt und dann, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt her war, ein Jahr oder so, dann hatte sie mal wieder angerufen, da hatte sie auch gerade Krach mit ihrem Ex-Freund, also jetzt ein Ex-Freund. Und von wem ist denn dann der erste Schritt ausgegangen, jetzt wieder, dass ihr zusammenkommt? Von dir oder von ihr? Ich würde sagen, von uns beiden. Warum hat sie sich von ihrem Ex getrennt? Ja, die hatten öfter Stress gehabt und er hat sich dann immer wieder mal nicht gemeldet. Und wenn die Stress hatten, dann wollte er dann nie reden, ist dann einfach weggegangen, hat sich nicht gemeldet und so. Mhm. Und wenn sie ihn dann mal anrufen wollte oder so, dann hatte er wieder keine Zeit oder ist gar nicht auf sein Telefon gegangen oder hatte das Telefon aus. Also eine sehr einseitige Sache. Ja. So, was heißt denn jetzt Kontakt? Sie hat immer noch Kontakt mit ihrem Ex. Wie sieht der Kontakt aus? Ja, die telefonieren hin und wieder schon mal. Also jetzt heute Abend haben sie schon telefoniert. Ja. Vor 2 Tagen hatte ich Krach mit ihr gehabt und da ist er zu ihm hingefahren. Mhm. Hm. Und das ist auch so jetzt so der Knackpunkt, warum jetzt dieser Stress herrscht. Ja, du bist eifersüchtig. Ich bin eifersüchtig und ich denke mal auch mit Grund, weil eben, wie gesagt, weil sie halt noch was für ihn empfindet. Vor allem sagt sie dann zu mir, wenn ich irgendwas wollte, wenn er dich küssen wollte, was hättest du denn getan? Verneinen kann sie es dann auch nicht, ne? Was sagt er? Das habe ich nicht verstanden. Wenn er sie verführen wolle, ach so, wie sie reagieren würde, und darauf kann sie kein Nein sagen. Ach, darauf kann sie kein Nein sagen. Mhm. Bist du im Moment bei dir zu Hause? Nee, ich bin bei ihr zu Hause. Du bist bei ihr zu Hause sogar? Das heißt, sie ist... Ja, ich wohne, also man kann quasi sagen, dass ich hier schon wohne. Ist sie denn da? Sie ist da, ja. Ob sie mit mir mal reden würde wollen? Nee, also ich habe sie schon gefragt, also das mache ich auf keinen Fall. Das bedauere ich natürlich jetzt sehr. Weil das wäre natürlich hochinteressant gewesen. Ja, oder da lässt sie sich nichts erreichen. Mhm. Also, es gibt regelmäßigen Kontakt, kann man sagen, ne, zu dem Ex. Ja, ob das jetzt unbedingt wirklich regelmäßig ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, heute haben sie miteinander telefoniert. Sie fährt zu ihm, wenn ihr Stress habt. Und sie sagt zu dir, dass sie nicht klar Nein sagen würde. Oder sie weiß es nicht genau,
wenn er sie anbaggern würde? Ne? Ja, sie beantwortet mir die Frage nicht wirklich. Ja, es ist also kein klares Nein. Richtig. So, dann kann ich auch sehr gut verstehen, dass du sauer bist und dass du irritiert bist und dass da Stress herrscht. Wäre ich auch sauer. Ja. Wirklich, wäre ich auch sauer. Ich würde auch von meiner Freundin verlangen, dass sie eine klare Aussage macht. Was hat sie, was für Gefühle hat sie denn da noch zu dem? Ist da vielleicht doch noch irgendwas im Busch? Ich weiß, nur vielleicht so eine Zwischenepisode, um ihn vielleicht eifersüchtig zu machen? Oder man denkt ja an alles Mögliche. Ja, sicher denken. Ich meine, vor allem, weil sie dann auch nicht wirklich mit mir darüber sprechen will, sondern dann blockt sie ab, meint dann, mach nie so ein Theater. Also ich finde, am allerheftigsten würde mich aufregen, wenn meine Freundin nicht klar sagt, nee, ich würde mit meinem Ex nie wieder in die Kiste gehen. Und das ist ja bei euch so. Ich weiß, ich will noch nicht mal so weit gehen, in die Kiste gehen. Küssen. Küssen reicht schon, das ist auch schon Fremdgehen. Ja, natürlich. Ja, also ich will mit Kiste gehen, so weit will ich gar nicht denken. Ja. Dann, ne? Ja, aber es kommt von ihr eben keine klare Aussage, die sich diesbezüglich eindeutig zu dir bekennt. Die Aussage kommt nicht, ne? Ja. Und dann sie fragt mich dann auch, ob ich kein Vertrauen zu ihr hätte, und das habe ich tatsächlich nicht. Mhm. Verständlicherweise hätte ich wäre auch skeptisch an deiner Stelle. Vor allem, weil sie ist mit ihm vor ein paar Wochen mal in der Disco gewesen und da haben sie sich geküsst. Ach, das ist sogar schon passiert. Ja. Ja, gut, also Alexander, dann hast du ja nur wirklich allen Grund, sauer zu sein und skeptisch zu sein, und ich verstehe dann auch nicht deine Freundin. Schade wirklich, dass ich nicht mit ihr reden kann, was sie da für ein Spielchen treibt. Also entweder trennt sie sich von dir und hält das mit dem anderen eventuell offen, oder sie sagt klar Ja zu dir und eurer Beziehung. Denn das ist ja ein Kuddelmuddel, das ist ja nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich meine, sie sagt zu mir, ich habe mich für dich entschieden. Ich meine, wir haben auch jetzt eine gemeinsame Wohnung, die wir am Renovieren sind. Finde ich übrigens, Alexander, viel zu früh. Wie kannst du denn, ihr seid erst seit 12.01. zusammen, wie kannst du denn da schon mit der Frau zusammenziehen? Ist doch Wahnsinn. Was soll das? Ich stehe irgendwo auf dem Standpunkt, wenn es jetzt nicht klappt, klappt nie. Ja, das ist ein schöner theoretischer Standpunkt, aber dadurch erzwingst du auch. Schöner ist ja zu sehen, dass es richtig klappt, und dann sagt man, okay, komm, wir ziehen zusammen. Aber jetzt in einer Phase, wo alles so noch ungeklärt ist, diesen Schritt auch schon zu machen, nur nebenbei bemerkt, finde ich fast schon naiv. Vielleicht bin ich da wirklich naiv. Aber ich bin ja von dem Standpunkt ausgegangen, dass es eben geklärt ist. Als ihr das entschieden habt, ihr beiden. Ja. Mhm, ja. Aber jetzt ist es halt nicht so. Ja, aber wenn sie sagt, sie hat sich für dich entschieden, dann küsst man auch nicht den Ex-Freund. Sage ich. Oder hält es zumindest offen, ob man es machen würde oder nicht. Ja, aber sie hat es ja sogar gemacht. Ja, ja. Das ist richtig. Also, sagt sie denn, sie sagt, da sind noch Gefühle. Was heißt das denn? Was sind denn da für Gefühle? Sind da Freundschaftsgefühle? Sind da Liebesgefühle? Darauf will sie nicht weiter eingehen. Mhm. Hast du aber ein Recht so? Würde ich sie schon zu drängen, dass sie da eine klare Aussage macht. Was heißt das, da sind noch Gefühle? Das will ich wissen als Freund. Also das, was sie mir gesagt hat, ist, dass sie ihn noch lieb hat. Ja, lieb hat. Ich kann meinen Pudel auch lieb haben. Also lieb haben, was heißt das, lieb haben? Heißt das lieben? Heißt das begehren? Oder ist das eine Freundschaftsliebe? Ja, ne? Muss man doch alles fragen. Naja, aber wie gesagt, da kriege ich ja keine Antwort drauf. Außerdem wäre das ein großer Liebesbeweis ihrerseits zu dir, wenn sie merkt, dass dir das so viel, dass sie das so zu schaffen macht, dass sie dann sagt, okay, dann lasse ich das erstmal alles sein und konzentriere mich ganz auf Alexander, weil das ist wirklich mein Leben jetzt. Das wäre eine tolle Geste. Ja. Also ich stehe völlig auf deiner Seite und bin der Auffassung, Alexander, ihr euch ja jetzt noch weiter verbindet miteinander, auch wohnungsmäßig, und gut, das ist jetzt schon eingefädelt, dass du da ein Recht hast auf Klartext von ihr. Die muss Klartext reden, deine Freundin. Die muss Klartext sprechen. Ja. Sonst eskaliert das sowieso irgendwann. Weil das ist ja ein permanentes Ärgernis für dich. Ja, sicher. Vor allem, weil es darüber immer wieder den Streit gibt. Na klar. Hört sie eigentlich dieses Gespräch jetzt mit? Ja. Ja, das ist doch schon mal ganz gut. Also, liebe Freundin von Alexander, ich weiß ja nicht, was in deinem Herzen noch los ist.
du müsstest erstmal ehrlich sein dir selbst gegenüber, was du empfindest und wem du gegenüber was empfindest. Aber wenn du dich für eine Beziehung entscheidest mit Alexander und zu Alexander, dann musst du auch ein klareres Bekenntnis ablegen und dich entsprechend verhalten. Also ich sage dir, ich wäre auch sauer, wenn ich mit dir zusammen wäre. Alexander, mehr kann ich nicht sagen. Ist meine Meinung, ist mein Standpunkt. Seid ihr jetzt so zerstritten, dass ihr gar nicht mehr redet heute? Oder wie? Nee, so ist es nicht. Ich meine, ich habe hier im Flur habe ich meine Tasche stehen. Ja. Und war eben schon auf dem Weg nach Hause zu gehen. Ja. Also ich habe also auch noch meine eigene Wohnung. Ja. Ich sage jetzt nochmal zu deiner Freundin, sie hört ja zu. Ich weiß deinen Namen nicht, muss ich auch gar nicht wissen. Aber geh doch sehr sorgsam damit um. Wenn du jetzt einen neuen Freund gefunden hast, im Alexander, oder wiedergefunden hast und du den Alexander auch lieb hast, dann musst du auch mehr für ihn tun. Und wenn das wirklich ein tiefes Gefühl ist, dann rauft euch doch zusammen und redet jetzt nochmal richtig Klartext miteinander, ihr beiden. Um das zu retten oder das vielleicht wirklich auch hinzukriegen, was ihr gerne machen wollt und leben wollt. So, Alexander, jetzt machen wir Schluss. Mhm. Und ich hoffe, dass ihr noch ein gutes Gespräch führt jetzt gleich. Ja, das hoffe ich auch. Mhm. Alles Gute und Liebe dir und auch deiner Freundin. Jo, ich wünsche dir noch alles Gute für deine Sendung. Danke, Alexander. Bis dann. Schöne Nacht noch. Ja, danke schön. Tschüss. Jo, tschüss. Hier ist Radio 1 live mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Wir sind heute ausschließlich im Radio zu hören. Und hier die Telefonnummer nochmal 0800 567 8111 und ihr könnt mir auch mailen unter 1live.domian@wdr.de und wenn ihr meldet, bitte schreibt die Telefonnummer drauf. Bianca, 18 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hi. Hi. Hi, ja, bei mir ist das Problem mit meinem Stiefvater. Wo bist du denn da? Das ist so laut. Ja, ich bin gerade auf dem Weg nach Hause. Ach so. Ja. Dann bleib doch mal vielleicht in der Ecke stehen, wo es ein bisschen ruhiger ist. Ich sitze gerade im Auto. Ach so. Ja. Gut, deswegen. Also. Aber du fährst nicht im Moment? Nein. Gut. Nur dahinter. Problem deswegen. Mit dem Stiefvater? Ja, also jetzt nicht mehr. Ich bin zu Hause rausgeflogen. Ja. Weil sein Problem, also immer wenn er Alkohol getrunken hat, hat er mich also geschlagen immer. Bist du heute rausgeflogen? Nein, also vor circa einem Jahr war das. Ach so. Mhm. Ja, ich habe jetzt meine eigene Wohnung. Ja. Und ja, es ging also so weit, dass ich ein Pfeilchen hatte mit Hirnerschütterung. Das Auge war komplett zugeschwollen. Mhm. Und ja. Ist das öfter passiert? Bitte? Ist das öfter passiert? Mit dem Pfeilchen, ja, also mit der Schläge, also ja. Ja, und sagen. Deine Mutter, was hat die dazu gesagt? Sie hat immer gesagt, ja, muss ihm doch nicht sauer sein. Und er meint es nicht so. Ja, er meint es nicht so, genau. Mhm. Wie lange habt ihr zusammengelebt? 15 Jahre groß. 15 Jahre. Also du bist quasi groß geworden mit dem. Es ist schlimm geworden, seitdem meine kleine Schwester da ist. Seitdem, also sie ist jetzt 6 Jahre alt, die Kleine. Ja. Und seitdem ist das also richtig schlimm geworden. Ja. So, du bist aber ein Jahr draußen. Ja. Bianca, ein Tipp, wenn du im Auto sitzt, ja. Ne, dreh doch mal einfach die Scheibe hoch, dann haben wir die Hintergrundgeräusche nicht. Mhm. Das wäre doch also, ganz pfiffig. Ja, ich bin eben gerade auf dem Weg raus. Ja. Okay. Danke. Okay, so. Also. Ich bin jetzt erstmal eben aus dem Wagen raus. So. Ja, und wie ich sagen wollte, also das Problem. Also, er hat mich spüren lassen, dass ich nicht seine Tochter bin, durch meine Schwester. Also, die Kleine, die hat alles bekommen, sie kriegt auch alles und er meckert nicht mit ihr, sie kriegt keine Schläge, sie, ja. Das ist sie ja kriegt überhaupt nichts. Also, es ist seine leibliche Tochter, ne? Das ist seine Tochter, ja. Aber genau. Du bist jetzt seit einem Jahr raus aus der Wohnung, aus dem Haushalt. Ja. Ja. Inwiefern, es betrifft dich ja dann nicht so direkt mehr wie noch früher. Ja, nicht mehr so, aber es ist immer noch sehr schwer für mich, damit umzugehen, weil ja. Es bleibt halt haften und... Ja, klar. Wie oft gehst du da noch hin? Besuchst du deine Eltern? Ich
besuche meine Mutter nur, wenn er nicht da ist. Ach so, so zerrüttet ist das Verhältnis. Ja, also er stand einmal bei mir vor der Wohnungstür und er wollte sich bei mir entschuldigen für das alles. Und ich habe zu ihm gesagt, ich sage, wenn du auch nur einen Schritt hier reinkommst in meine Wohnung, dann ist was los. Ich will mit diesem Mann nichts mehr zu tun haben, weil ich weiß, sowas kann man nicht vergessen, das geht nicht. Wobei man ja schon sagen muss, das ist ja schon mal eine Geste, ne? Dass er zu dir kommt und sich entschuldigen will. Ja, klar, muss man ja auch berücksichtigen. Ja. Ja. Aber dann ist es wieder soweit, dann hat er wieder was getrunken und dann kriege ich wieder die nächste Trachtprügel, wenn ich denn dann da bin, wenn er auch da ist. Ja, ja. Wenn du das mal so, ich weiß nicht, ob man da eine Zahl nennen kann, in all den Jahren, wie oft hat er dich geschlagen? Ich kann es nicht zählen. Also so oft? Ja, doch, sehr oft, ja. Und es hing immer vorwiegend mit Alkohol zusammen? Ja, sobald er Alkohol getrunken hat, also jeden Abend. Und ich hatte auch einmal Stress mit ihm, da war mein damaliger Freund da, mein Ex-Freund jetzt. Und mein Stiefvater hat mich mal wieder angemeckert und mein Ex-Freund, der fragte dann nur, ja, was das soll. Mhm. Und meine kleine Schwester, die war jetzt auch noch wach und er hat meinem Ex-Freund einen auf die Nase gegeben. Der hat meinen Ex-Freund geschlagen, das muss man sich mal überlegen. Also, aber weißt du, Bianca, was ich auch wirklich da nicht verstehen kann, ist, wenn das so penetrant war und so lange immer angehalten hat und sogar solche Dinge passiert sind, wie du sie gerade beschrieben hast, dass deine Mutter da immer stillgehalten hat. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also, hast du nicht auf die auch mittlerweile einen Hals? Ja, sicher habe ich auf den Hals, vor allem die Kleine, meine kleine Stiefschwester, sag mal. Die kriegt ja alles mit, die kriegt das ja immer alles mit, egal was passiert. Und ich habe so oft zu meiner Mutter gesagt, ich sag, Mom, ich sag, trenn dich von ihm, ich sag, du weißt doch, was da rumkommt. Ich hab die Kraft nicht, ich kann das nicht. Schlägt er deine Mutter auch? Er hat sie mal geschlagen und ja. Einmal. Also er beschimpft sie penetrant. Mhm. Das heißt also, wenn er besoffen ist, hat deine Mutter auch darunter zu leiden. Ja. Ja. Ja, also mein Stiefvater, der ist so, also meine Mutter, die ist halb Italienerin. Mhm. Und das sind immer, die scheiß Italiener und was ja. Er ist doch mit ihr verheiratet, ich meine, was soll das denn? Sie hat aber Angst vor ihm, ne? So hört sich das an, oder? Sie hat auch Angst vor ihm, wenn er getrunken hat. Ich meine, sie lässt sich das von ihm nicht gefallen oder so. Ich meine, sie gibt dann auch zurück, aber man merkt es ihr doch schon an. Angst vielleicht auch generell, Angst, sich von ihm zu trennen, kann Angst, das sein? Ja, weil er sagt ihr dann, du kriegst die Kleine eh nicht, wenn wir uns trennen. Und so ist das Gespräch schon gelaufen. Also sie hat das schon mal angedroht und dann gibt er das so zurück. Ja. So, aber jetzt geht es ja hauptsächlich um dich, ne? Deine Situation mit diesem Stiefvater, deine Verletzungen, die du natürlich in dir trägst, wenn du so viele Jahre mitgemacht hast. Ja. Was kann man da machen? Da kann man wirklich, glaube ich, ich würde es genauso machen wie du. Dass ich, wenn ich da hinfahre, nur meine Mutter besuche, erstmal auf große Distanz zu ihm gehe, dass der mir gar nicht mehr über den Weg läuft. Ja. Weil du kannst es ja nicht, was willst du machen? Du kannst es ja nicht hinbiegen. Und wenn seine Entschuldigung nichts wert ist, wie du es gerade beschrieben hast, ist es ja alles eigentlich kaputt, ne? Ja, das stimmt wohl. Ist es denn so stark, dass du sagen würdest, ich habe richtige, ja wahrscheinlich schon, seelische Schäden davon getragen? Was heißt seelische Schäden? Ich komme damit nicht klar, wenn jemand Alkohol trinkt. Ich komme damit nicht klar. Ich kann es nicht sehen. Ja. Ich kriege da echt die Krise. Ja. Auch wenn ich weiß, dass der Mensch dann nicht so wird, so aggressiv oder so auffallen. Aber du hast sofort den Stiefvater vor Augen dann? Ich habe sofort den Stiefvater vor Augen und wenn ich jetzt was Falsches sage, kriege ich Schläge. Na gut, es ist ja auch nicht schlimm, eine Aversion gegen Alkohol zu haben und damit kann man sich ja arrangieren. Ich finde es schwieriger, wie du weiter dein Verhältnis zu deiner Mutter denkst. Das ist relativ gut, das Verhältnis jetzt mittlerweile zu meiner Mutter. Ja, aber es geht eben nur, wenn er nicht da ist, ne? Ja, eben. Darf sie dich denn besuchen zum Beispiel oder macht er da auch Theater? Nee, also meine Mutter sagt dann immer, sie fährt zu einer Freundin, ach so, kommt sie aber zu mir. Bianca, ich finde, dass die wahrscheinlich die einzige Beruhigung erstmal darin besteht. Ja, ist es eingebrochen. Das war die Bianca. Aber wir waren ja auch fast fertig gesprochen. Falls sie jetzt im Radio noch zuhört, nee, hört sie auch nicht, weil sie ausgestiegen ist, wollte ich eigentlich gerade sagen, dass das Beste wohl ist, einfach die Distanz aufrechtzuerhalten oder noch weiter auszubauen und dem Vater aus dem Weg zu gehen und
sich damit gar nicht mehr zu konfrontieren. Mehr kann man ja, glaube ich, im Moment da auch gar nicht tun. Gut, jetzt kommt Alexander. Und Alexander ist 42 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Alexander, dein Thema. Es geht um das Thema, was wir vorgestern hatten, verloren. Ja, genau, das habe ich verloren. Ja. Mhm. Es geht also bei mir um Geld. Ja. Das ich auf verschiedene Arten verloren habe. Ja. Wir hatten ja diese Woche, am 7. war es, glaube ich, da hat der Börsenbär sein dreijähriges Jubiläum gefeiert. Wer, der Börsenbär? Der Börsenbär, ja, wir haben ja 3 Jahre einen Bärenmarkt an der Börse. Ach so. Ah, also ja. Der Abwärtsmarkt, das ja. Nennt man Bärenmarkt. Ja, 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 ich habe es jetzt auch verstanden. Im Gegensatz zum Bullenmarkt. Ja. Ja. Bin ja nicht so bewandert, aber okay, jetzt haben wir es verstanden. Alles klar, jetzt hat es der letzte... So. Ich habe das Jana verstanden. Genau. Ja gut, ich habe da also einiges verloren in den letzten 3 Jahren. Nämlich? Naja, sag's uns. Es waren schon einige 100.000 Mark. Einige 100.000? Naja, also ich war, ja. Ich war damals so im März 2000, wo der Höhepunkt war. Also diese neue Markthysterie, ne? Auch, mhm. Ja. Nicht nur. Ich meine, also wenn ich meine allerersten Aktien, die ich 98 gekauft habe, das waren alles solide DAX-Werte. Mhm. Wenn ich die heute noch so im Depot hätte, würde ich auch ein recht langes Gesicht machen. Ne? Ja. Also nicht nur der neue Markt, ja, das ist extrem, besonders extrem. Ne? Aber es haben ja selbst DAX-Werte, haben ja zum Teil über 90% verloren. Ja, ja. Seither, ne? Du sagst mehrere hunderttausend. Ja, also ich war so ein paar Jahre vor meiner ersten Million, aber dann... Also es geht über 500.000 sogar. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt in Euro oder in D-Mark, aber ist egal, ist ein Haufen Geld. Ne? Ja, also reden wir mal nochmal in D-Mark, es war damals ja auch D-Mark. Also man kann sagen, eine 500.000 grob über den Daumen ist weg. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Woher hast du dieses viele Geld? Ja gut, man hat ja an der Börse auch gut verdient, aber man ist dann halt nicht rechtzeitig raus. Ich meine, das Ganze ist ja auch ein psychologisches Problem. Ja, natürlich. Die Kraft haben, dann auszusteigen und dann echt mal Monate, klar. Jahre die Finger da wegzulassen. Ja, was machst du vom Beruf, wenn ich fragen darf? Ich habe 20 Jahre im Einzelhandel gearbeitet, ja. Und bin aber seit 99 zu Hause, weil ich habe meine Mutter, die ist schon 50 Jahre zuckerkrank und die kann ich nicht länger wie 4 Stunden allein lassen, weil die laufen so. Umfällt und bewusstlos wird und so weiter. Kümmerst du dich um die Mutter? Heißt das, ich frage das nur deshalb, um mir ein bisschen ein Bild von dir zu machen, heißt das, dass du in deinem Job auch schon sehr gut Kohle verdient hast und das dann da rein noch gebuttert hast in die Aktien? Nein, ach gut, im Einzelhandel ist ja die Bezahlung eher schlecht. Ja, ich weiß ja nicht, was du da gemacht hast. Hätte ja sein können, dass du selbstständig warst oder... Also da hast du keine Millionen verdient im Einzelhandel? Nee. Ich hab also gut 1700 noch was netto gehabt. Ne? Ach. Das ist nett. Ja, aber dann ist es ja schon wahnsinnig, dass man fast eine 500.000 verspielt oder verliert, die erstmal zusammenzukriegen. Da hast du ja geschickt gearbeitet an der Börse eine Weile. Ja, gut, ne? Ich meine, damals war vor 3-4 Jahren war es ja kein Problem, an der Börse täglich 4.000-5.000 Mal zu verdienen. Bloß ja. In den letzten 3 Jahren konnte man halt auch täglich das Doppelte wieder verlieren. Und ja, ja. Die Möglichkeiten waren halt auch da. Ne? Das heißt, du stehst jetzt da, du bist Rentner bist du nicht. Ich bin halt seit 3 Jahren ohne Einkommen. Ohne Einkommen. Ich habe 12 Monate mal Arbeitslosengeld bekommen, zum ersten und letzten Mal in meinem Leben. Ja, was lebst du zurzeit? Ja, zurzeit, ich habe halt meine Ersparnisse, soweit sie noch da sind, aufgebraucht. Mhm. Und gut, ich habe jetzt natürlich momentan auch Probleme mit meiner Sparkasse. Mhm. Die, also im Klartext, das ist fast alles weg. Ja, ich habe halt, wie gesagt, mein Girokonto ist ziemlich ins Minus geraten. Mhm. Da muss ich jetzt auch irgendwie was gucken, dass ich was unternehme. Ist natürlich noch das Häuschen weg. Was macht das denn für ein Gefühl, wenn man sich dann immer wieder vorstellt, Mann, wenn ich Glück gehabt hätte, hätte ich jetzt eine halbe Million Euro auf dem Konto. Ja. Da denkst du da oft dran und grübelst darüber? Wenn ich ein paar da vorher ausgestiegen wäre damals, hätte ich noch, aber naja. Ja. Ich meine, gut, ich bin da nicht der Einzige, das ist klar. Ja, man kann ja so die Haltung haben, okay, schwamm drüber, ist halt passiert. Oder man kann die Haltung haben, verdammt nochmal, und zerfrisst sich darüber. Ja, sicher ist es ärgerlich, aber ich meine, was soll ich mich da jetzt groß drüber? Ich muss gucken, dass es weitergeht eben. Ne? Mhm. Und ich muss jetzt wieder auf die Beine kommen, das ist an sich wichtig. Wie lange hast du dich so richtig geärgert? Also so richtig, dass du kaum schlafen konntest? Und hast gedacht, was bin ich ein Idiot? Ja gut, ich meine, so besonders aufgeregt habe ich mich darüber jetzt nicht. Ne? Also bist du schon eher eine Spielernatur?
Nö, kann man nicht sagen. Nee. Das nicht, aber ich meine, es ist einfach nicht bekannt. Jeder, der an der Wall Street Millionär geworden ist, war auch schon mal pleite vorher. Ne? Ja. Ich meine, das ist, und es ist ja so, was man nicht in der Schule lernt, lernt man im Leben. Und im Leben ist halt manchmal ein bisschen teuer, ne? So ist es. Ich meine, so was mir der Lehrer in der Realschule vor 20 oder 25 Jahren beigebracht hat, es war, dass die Aktien steigen können und dass sie fallen können. Mehr nicht. Über ein KGV oder ein KUV oder sowas hat er nichts erzählt. Ne? Wann hast du deine letzten Aktiengeschäfte gemacht? Ja gut, das war jetzt letzten Herbst. Das heißt, du bist doch auch immer noch dabei ein bisschen. Ja gut, man versucht immer mal wieder was. Aber in der Hoffnung, so dann doch besser und einfach ans Geld zu kommen. Der Markt reagiert halt so, wie er will, nicht wie man will. Ne? Das ist ganz klar, das muss man halt... Was heißt das jetzt alles? Heißt das, dass du doch immer versuchst, noch weiter zu wursteln in Sachen Aktien? Oder kann es sein, dass du irgendwann sagst, nee, jetzt höre ich damit ganz auf, weil ich einfach... Nein, ich meine, es ist ja... Ich meine, gut, zurzeit ist der DAX auf dem tiefen Stand seit 8 Jahren, das ist klar, seit 95. Aber das heißt ja nicht, dass langfristig gesehen die Aktie immer noch die beste Anlage ist. Ne? Das heißt, also, wie gesagt, gewisse Fehler darf man halt nicht machen. Aber wie gesagt, das muss man entweder aus Erfahrung lernen oder man lernt vorher auf andere Art. Kann man diese Fehler, die du gemacht hast, kann man das so theoretisch sagen, einen solchen Fehler darf man nicht machen? Also wenn ich dich jetzt fragen würde, welche Fehler darf man nicht machen, kannst du das so theoretisch beantworten? Ja gut, halt, man darf halt die Aktie nicht kaufen, wenn sie von den Fundamentaldaten her überbewertet sind. Aber gut, das wollte ja vor 3 Jahren niemand hören. Ne? Ja, was heißt Mentaldaten? Die Fundamentaldaten, ja, die eine korrekte Bewertung der Aktie, ob sie den Wert, der zurzeit verlangt wird, auch hat. Also ja. das Kurs-Gewinn-Verhältnis zum Beispiel, zurzeit kriege ich ja eine VW-Vorzugsaktie, die hat ein KGV von unter 5. Das heißt, also selbst wenn ich nur die Dividende rechne, die VW ja jedes Jahr auszahlt, ja. Und die zahlen ja VW, selbst wenn es momentan nicht ganz so gut geht, zahlen die ihre Dividende aus der Portokasse. Ne? Ja. Selbst wenn ich nur die Dividende rechne, dass die Aktie gar nicht steigt, wenn ich sie derzeit kaufe, kriege ich über 6-6,5% allein Dividendenrendite bei einer VW-Vorzugsaktie. Ja. Also an für sich, trotzdem, wer einen Sparbrief kauft, ist blöd, kann man sagen. Ist natürlich sicherer, aber von der Rendite her etwa nur die Hälfte. Ne? Gut, also, mein Sparbrief ist halt 100%, dass ich es in 5 oder 7 Jahren wieder kriege. Bei der Aktie, zum derzeitigen Kurs ist es unwahrscheinlich, dass er noch wesentlich weiter fällt. Ja. Aber also das wollen wir jetzt nicht, ne? Wollen wir nicht weiter vertiefen, weil da müsste ich jetzt ständig dazwischen fragen, weil ich das auch alles nicht so richtig kapiere. Lassen wir mal sein. Was mich mehr interessiert ist, dass du eigentlich ja, oder ne, ist das anders? Man muss ja auch irgend so ein Naturell dafür haben, ne? Auch irgendwie so ein Spaß an diesem Thrill, der damit verbunden ist. Ja, gut, ja, doch, jetzt doch, weniger. Ja, doch, komm. Sonst würdest du das nicht machen und nicht immer wieder machen. Vor allen Dingen jetzt nicht, nachdem du so viel verloren hast. Ja gut, man muss halt auf den Federn lernen und... Ja, die Frage ist, die mich wirklich beschäftigt, kann man wirklich im Aktiengeschäft, von dem ich auch keine Ahnung habe, kann man aus Fehlern da lernen? Weil ich zumindest kapiert habe, dass das alles hochpsychologisch alles ist, was da abgeht. Das ist es. Das hat ja schon der alte Costolani gesagt. Das so. Ist 90% Psychologie und der Rest ist Zahlen und Mathematik. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, wenn eine Aktie wirklich billig ist, so wie jetzt, viele Aktien sind ja echt unterbewertet, da ist lohnt sich bei guten Werten einzusteigen, wenn man eben jetzt Geld noch hat. So, dann gib du uns mal, du bist vielleicht nicht so ein ganz guter Ratgeber, aber dennoch, sag's mal, sag mal eine Aktie, die du im Moment, wenn du gut Kohle hättest, kaufen würdest, wo du sagst, das ist interessant, das würde ich machen. Also wer auf einer recht sicheren Seite wenig Spekulationen jetzt will, sondern auf einer sicheren Seite, also gerade VW-Vorzüge wäre sehr interessant. VW, Dann, was sehr interessant ist nach wie vor SAP und sagen wir noch im europäischen Bereich Nokia. Ja. Nokia, oh, obwohl die große Handywelle an sich vorbei ist, aber es werden immer wieder Handys gekauft und Nokia verdient auch in schlechten Zeiten Geld. Ne? Ja, ja. Das wären schon mal ganz gute Sachen. Also, der Alexander, der so viel Geld verloren hat, dem wollen wir wünschen, dass er zumindest ein bisschen Kohle wieder reinkriegt. Dass die Pechsträhne nicht anhält. Ja gut, das ist ja nur die eine Hilfe jetzt mit der Börse und mit dem neuen Markt und so weiter. Ich habe ja auch vorher noch einiges verdummbeutelt, kann man sagen.
Ich habe in den Mitte der 90er Jahre an diverse Privatpersonen private Darlehen gewährt. Mhm. Und da haben halt auch viele nicht mehr zurückbezahlt. Ne? Ich meine, manche haben zurückbezahlt, manche haben zum Teil zum Anfang zurückbezahlt. Und wie viel Geld ging es da? Ja, sind auch einige hunderttausend Mark. Ich frage mich ständig, wie du als kleiner Angestellter so viel Kohle hattest zum Verleihen auch dann noch. Ich habe halt immer gespart und angelegt und am Anfang habe ich halt immer Glück gehabt mit meinen Anlagen. Also, hast, glaube ich, aber auch ein Pech. Ja, du hast Pech gehabt, aber wahrscheinlich auch ein sehr geschicktes Händchen, glaube ich, höre ich daraus. So, aber lernen kann man aus der gerade noch erwähnten Geschichte von dir auf jeden Fall. Guck dir die Leute 10-mal an oder lass es ganz sein mit dem privaten Darlehen. Ja, ne? Das glaube ich auch. Jetzt weiß ich's. Mein Lieber, ich wünsche alles Gute. Und wenn du mal so einen richtigen Zieher gebracht hast und richtig gut Kohle in der Börse gemacht hast, ruf mich bitte nochmal an. Naja. Dann unterhalten wir uns nochmal. Auf die richtigen Blätterzahlen warte ich ja auch seit 92, ne? Alexander, alles Liebe, alles Gute. Okay. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. 0800 5678 111, Telefonnummer. Robert 46 ist jetzt bei mir. Hallo. Hallo, Domian. Ja, Robert, ich grüße dich. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist der erste Anrufer, wo du sagtest, wie kann man nur nach so kurzer Zeit schon zusammen eine Wohnung einrichten? Ja. Und da wollte ich sagen, meine Frau kam nach Deutschland, sie kommt aus Thailand. Ja. Wir haben uns keine 3 Monate gekannt, haben geheiratet. Wir sind jetzt 2 Jahre verheiratet und wir sind glücklich. Gut, ich gratuliere herzlich. Ich finde es toll und ich glaube auch, dass es so etwas immer wieder mal gibt. Aber du würdest mir da recht geben, dass wenn man die Chance hat, lieber sich mal ein bisschen beschnuppern sollte, oder? Ja, das ist schon richtig. Ich weiß nicht, wie bei euch die Konstellation war. Vielleicht ging es ja auch gar nicht anders, wenn sie aus Thailand kamen, dass sie da noch großartig sich selbstständig in eine Wohnung sucht und... Nee, das ging mit der Aufenthaltsgenehmigung und alles gar siehste? Nicht. Siehste? Ja, ja, das ist schon ein Sonderfall, glaube ich. Wir mussten schon sehr schnell handeln. Ich habe mich verliebt und ich glaube, meine Frau war nicht verliebt. Aha. Ich denke, man würde im Deutschen sagen, sie waren Wirtschaftsflüchtlinge. Oh, das ist aber keine gute Voraussetzung. Ist sie denn jetzt verliebt in dich? Ja, das glaube ich ihr. Ja? Ja, das glaube ich ihr. Das ist interessant. Wie heißt, du warst vermutlich auf so einer Urlaubsreise. Nein, ich habe meine Frau in Deutschland kennengelernt. Ach so, und was hat sie hier gemacht? Mein Freund ist mit ihrer Tante verheiratet. Aha. Seit 14 Jahren. Ja. Und die hat uns praktisch vermittelt. Aber vermittelt, das sollte keine Vermittlung sein, sondern, oder doch von Anfang an? Von der Tante war das schon geplant zur Hochzeit. Ja. So, dann hast du sie gesehen. Da habe ich sie gesehen, habe mich verliebt. Sofort. Und habe sofort den Antrag gestellt zur Hochzeit. Mensch, das ist aber wirklich eine heikle Sache, du. Da kann man nur sagen, dass du Glück gehabt hast. Es hätte aber auch alles nach hinten losgehen können. Die Frau wollte einfach nur nach Deutschland. Ne? Ja, natürlich. Natürlich. Meine, du warst meine verliebt? Meine Frau hat in Thailand von Sonnenaufgang war Arbeitsbeginn bis Sonnenuntergang für umgerechnet 5 Mark gearbeitet. Ja, die Verhältnisse sind miserabel und das ist auch klar. Aber dennoch ist das, was du da gemacht hast, auch auch eine schwierige Geschichte gewesen, finde ich. Denn du bist ja Gefahr gelaufen, dass die Frau, nachdem ihr verheiratet wart, hätte sie auch weg sein können, ne? Ja, klar. Ja. Natürlich, aber gut, es ist anders gelaufen. Hat sie dir denn gleich von Anfang an gesagt, dass sie dich nicht liebt? Oder hat sie es dir vorgegaukelt? Nee, hat sie mir nicht vorgegaukelt. Sie war schon sehr ehrlich in der Beziehung. Und dennoch hast du sie geheiratet, obwohl sie zu dir gesagt hat, nee, pass auf, mir geht's darum, ich will hier nach Deutschland. Ja. Weißt du... Ich bin 46, ich habe 20 Kilo zu viel, ich fahre LKW, ich bin von Sonntagabend bis Freitagnacht unterwegs, bis ich nach Hause komme. Wenn ich irgendwo hingehe, um eine Frau anzusprechen, die schaut mich an, von oben bis unten, die gibt noch nicht mal eine Antwort. Ich sage es jetzt mal ganz frech, da hast du gesagt, gut, dann nehme ich sie und nehme alles in Kauf, was da jetzt an negativen Sachen vielleicht drumherum ist. Ja, ich habe das gesehen bei meinem Freund, wie das funktioniert mit der Ehe mit einer Asiatin und habe gedacht, das riskiere ich. So, jetzt und ich hab gemerkt, dass sie die asiatischen Frauen, die thailändischen Frauen nicht so nach dem Äußerlichen gucken wie die europäischen Frauen. Wie alt ist deine Frau? Die ist 20 Jahre jünger wie ich, die ist 25. Ja.
Jetzt lebt ihr 2 Jahre schon zusammen. Und ja. würdest du sagen, hast du das Gefühl, dass sie dich wirklich liebt? Ja. Hat sie es dir auch so gesagt? Jetzt sagt sie es ja. Jetzt sagt sie es so? Ja. Mhm. Am Anfang nein. Wie lange hat das gedauert, bis sie das zum ersten Mal gesagt hat? Ein halbes Jahr. War das erste halbe Jahr dann nicht sehr merkwürdig für dich auch, wenn ihr dann zusammen im Bett lagt und du wusstest, Mensch, die will von mir überhaupt nichts, die findet mich vielleicht sogar abstoßend, ich bin zu dick für die oder sowas, die will nur hier sein. War es nicht merkwürdig für dich? Ja, sie hat gelacht, weil ich dick bin, aber abstoßend hat sie mir das Gefühl nie gegeben. Habt ihr denn miteinander geschlafen die erste Zeit? Die erste Zeit habe ich im Wohnzimmer übernachtet. Ach, wie lange hast du im Wohnzimmer übernachtet? Oh, 6 Wochen. Ja, das ist auch nicht so lange. Nein, so lange nicht. Und dann hattet ihr aber schon, nach 6 Wochen gab es auch den ersten Sex. Da kam von ihr das Signal, ja. Ach so, von ihr kam das. Du hast sie in Ruhe gelassen. Ja, ich habe sie nicht bedrängt. Es gab auch keine Hochzeitsnacht. Na, die war vorher. Ach, es gab vor der Hochzeit. Ach so, es gab doch schon mal Sex, auch vor der Hochzeit. Ja, doch. Das hat sie wahrscheinlich nur gemacht, um dich heiß zu machen, oder? Nee, das glaube ich nicht. Nee? Ich glaube, dich gefügig zu machen, sagen wir so. Nee, sie ist schon sehr ehrlich. Ah, ja. Also wenn wir jetzt Streit haben, und ich sag zu ihr so in meiner Wut, ich meine, du musst dir vorstellen, ich bin nur Samstag, Sonntag zu Hause, ne? Ja, ja. Da staut sich doch einiges auf und ich sage in meiner Wut, ich hau ab. Ja. Sie würde das machen. Das habe ich jetzt auch kurz nicht verstanden. Sie würde das machen, wenn... Ja, sie würde zurückgehen. Sie will nicht versuchen, auf Teufel komm raus, in Deutschland zu bleiben, nur weil sie besser geht. Ach so, ich verstehe. Das nimmst du ihr auch ab? Ja, doch, bestimmt. Mhm. Das ist ehrlich. Ein Kind habt ihr noch nicht? Nee, ich habe mich mal in meiner ersten Ehe sterilisieren lassen. Ja. Deswegen kann ich nicht mehr, aber meine Frau bringt ein Kind mit und wir holen die Kleine dieses Jahr. Ach. Meine Frau fliegt am 15. Juni. Das ist das Kind deiner Frau? Ja, aus der ersten Ehe von meiner Frau. Und wie alt ist das Kind? Die ist jetzt 5 Jahre. Ah ja. Und freust du dich drauf? Ich freue mich sehr drauf. Ja. Also ich schätze mich sehr glücklich, dass ich mit 46 Jahren nochmal die Chance habe, ein kleines Kind aufwachsen zu sehen. Ja, na, du sagst das immer so mit deinen 46, so ein uralter Mann bist du ja nun auch nicht. Auch wenn du keine Kinder mehr zeugen kannst, fühlst du dich in der Situation alt. Ja. Und wenn meine Frau 20 Jahre jünger ist, da fühle ich mich dann doch sehr alt. Nun hat man schätze ich mich da sehr glücklich. Ja, nun hat man ja immer so in der Regel die Vorstellung, Thailand, das sind verdammt hübsche Frauen und deine Frau ist 26. Ist sie sehr hübsch? Für mich ja. Ja? Hast du da nicht Angst, dass sie dann vielleicht doch mal irgendwie von der Stange geht? Und nee, gar nicht. Gar nicht. Mhm. Denn sie wird ja wahrscheinlich begehrlich angeschaut, wenn sie über die Straße geht von den Männern hier. Ja, und schauen einige nach, wenn wir spazieren gehen. Ja, ja, das glaube ich schon. Das ist exotisch. Aber keine Bedenken. Du hast richtig Glück gehabt, Robert. Ich freue mich für dich, aber es hätte auch nach hinten alles losgehen können. Hätte, ja. Du hast ja viel riskiert, finde ich. Aber ich habe meine Frau kennengelernt und ich wusste, sie ist das Risiko wert. Ja, ja. Eine richtig gute Beziehung und jetzt wird daraus auch noch eine kleine Familie demnächst. Ja, ich freue mich schon sehr drauf. Ja. Und meine Frau kommt mit der Kleinen aus Thailand zurück, genau am 15. September, wenn ich Geburtstag habe. Hey, das ist ja alles perfekt, perfekt organisiert und inszeniert. Ja, das schönste Geburtstagsgeschenk, was ich mir denken kann. Ja. Lieber Robert, ich gratuliere dir zu deinem Leben, dass sich das alles so schön entwickelt hat. Und wünsche dir und deiner Familie, das kann man ja so sagen, dann auch für die Zukunft und wenn das Mädel hier ist, die Kleine, alles herzlich, von Herzen Gute. Ja, danke. Und allen Hörern mehr Mut zum Risiko. Ja. Es lohnt sich manchmal. Ja, man muss aber ein bisschen nachdenken. Aber du hast natürlich auch recht, da. Lieber Robert, wiederhören. Tschüss. Bernd, 20 Jahre alt, guten Morgen. Hi Domian. Hi Bernd, dein Thema. Ich habe ein ziemlich großes Problem. Ich bin schwer verliebt. Du bist schwer verliebt und? Ich habe meine Traumfrau gefunden. Wer redet da von einem Problem? Nein, das ist ja kein Problem. Sondern? Ich meine, die meisten haben ein Problem, die meisten suchen und die suchen dann zu viel und finden sie nicht. Ich denke mir einfach, Engel kann man nicht kaufen, die trifft man. Ach, wie schön gesagt. Engel kann man nicht kaufen, die trifft man. Das könnte ja fast ein Schlagertext sein. Und ich habe meinen Engel gefunden und das vor 1,5 Monaten. So. Aber du wohnst hoffentlich mit deinem Engel noch nicht zusammen. Nee, das noch nicht. Nee, ist noch zu früh. Wir sind gerade mal 1,5 Monate zusammen. ist da irgendwas problematisch jetzt oder warum rufst du an? Oder willst du es einfach mal so erzählen?
Ich wollte dir das einfach nur erzählen, weil ich mein Glück einfach nur teilen will. Super, super. Vor allen Dingen, wo wir auch mal hier so viele traurige Geschichten hören. Ja, ich meine, ich hatte öfter schon angerufen und ich bin jetzt das erste Mal durchgekommen. Ja. Und darüber freue ich mich ja. Wie alt ist denn dein Engel? 17. 17? Ein ganz junger Engel noch. Doch, ganz ein süßer junger Engel. Wo hast du ihn kennengelernt? Das war auf dem Parkplatz und zwar in Hattingen. Ach. Ja, ich war mit meinem Vater in Hattingen auf dem Parkplatz. Ja. Weil wir was erledigen mussten und sie kam gerade von, sie hatte gerade Mittagspause. Ja. Sie macht jetzt eine Lehre als Köchin. Momentan macht sie noch Praktikum. Als Köchin, wie praktisch, da kann sie dich auch wunderbar bekochen demnächst. Ich mache selber eine Lehre als Koch. Ach, dann könnt ihr euch ja gegenseitig bekochen. Ja, eben. Ja, und sie stand dann da am Parkplatz. Mein Vater wollte gerade losfahren. Ja, und dann hat sie mich angelächelt. Dann habe ich zu meinem Vater nur gesagt, halt mal bitte, ich gehe dir jetzt ansprechen. Ach. So, und ich hätte mich... Also du saßt schon im Auto? Ja, ich saß schon im Auto. Und das Mädel stand da und die war so toll für dich, dass du gesagt hast, komm, halt mal an, ich muss die ansprechen. Ja, genau. Bist du immer so ein Draufgänger? Öfters, ja. Ich spreche gerne Frauen an. Ja, finde ich gut, finde ich mutig, klasse. Ja, ich denke mir einfach mal, man sollte nicht zurückhalten. So, leider. Genau so. Was hast du denn gesagt zu ihr? Ja, ich habe sie gefragt, was sie macht und dann sagte sie zu mir, sie hat gerade Mittagspause. Aha. Und habe ich sie gefragt, was macht sie denn jetzt? Also was sie jetzt macht, sie muss gleich wieder rein, sie hat nur für eine Viertelstunde Mittagspause. Ja. Sie hat ungefähr 2-3 Minuten telefoniert, gesprochen. Mhm. Ja, und dann hatte sie mich nach der Handynummer gefragt. Mhm. Dann habe ich ihr die gegeben, haben telefoniert an dem Abend. Ja. Habt ihr denn auf dem Parkplatz euch auch schon gegenseitig, habt ihr euch geoutet, dass ihr angehende Köche seid? Ja, das haben wir schon gesagt. Ja, da war natürlich große Kreischerei wahrscheinlich, ne? Boah, du auch und ich auch und wo? Ja, und ja, so ungefähr. Ja, und wir hatten dann an dem Abend telefoniert. Wir hatten dann abgemacht, dass ich am Wochenende, das war letztes Wochenende, das nächste Wochenende danach, bin jetzt dann da runtergefahren. Ja. Und da hat es geknallt. Was heißt da runter? Wohnt ja weit auseinander? Ja, ich wohne in Düsseldorf und sie in Hattingen. Ja, ist ja nicht weit, ne? Nein, ich fahre eine Stunde mit dem Zug. Ach doch, so weit? Weiß ich gar nicht. Als noch Dreisfahle müsste ich das ja auch wissen, aber na gut, eine Stunde geht ja auch noch. Ja, du wohnst ja in Köln. Ich wohne in Köln, da habe ich nichts mit zu tun mit dem Rest. Ja, schon, soll ich dir mal was sagen? So arrogant sind wir Kölner, ja. Hm? Sprich. Ich bin gebürtiger Kölner, ich habe 19 Jahre in Köln gewohnt. Hey, 19 Jahre, das heißt, du bist ja erst ein Jahr weg dann. Ja. Mhm. So, dann bist du also nach Hattingen gefahren und dann hat's geknallt. Da hat es ziemlich geknallt. Wir sind uns in die Arme gefallen, wir haben uns angeguckt und da fing sie schon an, mich zu knutschen und abzuküssen und. Mann. Ist ja wie in der Soap ist das ja. Ja, stell dir den Film Romeo und Julia vor. Ja, den Film stelle ich mir genau jetzt vor, ja. Ja. Wie beschreib sie uns doch mal, damit wir sie uns genau vorstellen können, den süßen Engel. Das ist einfach wunderbar. Sie ist, wie groß ist sie? 1,65? Ja. Ach, wie süß, wie klein. Ja, ich bin 1,86. Hey. So, und das sind, auch so Frauen stehe ich, die kleiner sind als ich, sie hat eine Brille. Mhm. Die sieht einfach nur super süß aus, einfach nur eine super süße Stupsnase Frau. Oder etwas? Ja, genau, so eine kleine Stupsnase, ja, einen tierischen kleinen Mund. Ja, und die Haare blond? Nee, die sind normalerweise braun, die hat aber rot gefärbt, ja. So Stufenschnitt. Also eine kleine süße rote Maus. Ja, so, ja. Sie ist einfach nur perfekt, die Frau. Einfach nur perfekt. Bernd ist total verliebt. Das frag aber nicht wie. Und ich hoffe, sie auch. Das wollte ich dir gerade sagen. Sie ist es, weil wenn sie mir Nachrichten schreibt, ich bin, sie hat mir gesagt, sie ist das nicht gewohnt, dass man mit ihr redet, weil sie hatte vorher nur Ex-Freunde, die haben immer die Schuld auf sie geschoben, wenn irgendwas passiert ist. Ja. Und wegen ihrem Ex-Freund war sie fast alle zwei, drei Monate bei der Polizei. Ach du lieber. Ja. Und ja, ich schreibe dann immer Mails, dass ich sie vermisse und dass ich die ganze Zeit an sie denke, dass ich von ihr träume. Ja, und dann hatte sie mir geschrieben, sie wollte nie heiraten, mich will sie heiraten. sie wollte nie Kinder, von mir will sie Kinder haben. Mindestens 10. Mindestens 15. Eine Fußballmannschaft mit Auswechselspielern. So genau. Hast du denn einen Kosenamen für sie? Ja, habe ich. Verrätst du den? Babymaus. Kleine süße Babymaus. Weißt du eigentlich, dass du anrufst hier? Nee, ne? Wahrscheinlich jetzt nicht. Ich glaube es nicht. Nimmst du es denn auf? Ich kann das nicht aufnehmen. Ach, wie schade. Und wir können es dir nicht geben, weil wir keine Mitschnitte rausgeben dürfen. Ja, schade. Aber egal. Jetzt wissen wir es. Ganz Nordrhein-Westfalen weiß es jetzt. Ja, ich meine, ich hatte sie, bevor du mich angerufen hast, ja? Also drangekommen bist. Oh, da klingt der Wecker, mein Vater steht auf. So.
Was ist, ist der Bäcker? Der Bäcker? Nee, ist der Bäcker dein Vater? Nee, Kraftfahrer, der muss jetzt arbeiten. Achso, ja, ich dachte, um die Zeit, wer steht denn da auf? Bäcker stehen da auf, Kraftfahrer nee, auf? Nee, der ist Obst, Gemüse, fährt er aus. Ah ja. Und dann hatte ich sie angerufen, hatte ihr Bescheid gesagt. Mhm. Ja, und dann sagte sie, ja, sie guckt mal, ob sie das findet. Mhm. Ja, ich hoffe ja mal, dass sie es gefunden hat. Achso, naja, eins live wird sie ja wohl finden, weiß sie, wo das ist. Ja, das denke ich mir mal. Bernd, ich beglückwünsche dich sehr zu deinem Glück. Dankeschön. Das ist wunderbar. Genieß es aus vollen Zügen und ja, macht euch einfach eine gute Zeit. Überstürzt nichts, aber muss ja auch nicht sein. Nein. Domian, eine Frage noch. Ja. Kann ich ein Autogramm von dir haben? Ja, dann müssen wir nochmal auflegen und wir rufen dich an wegen deiner Anschrift. Okay, machen die das direkt danach? Das machen die direkt danach, genau. Kann ich nochmal gerade jemanden grüßen? Ja, aber schnell. Da weiß ich genau, dass sie zuhören. Also ich grüße die Leute aus Ostendorf in der Rochostraße. Ja. Okay. Gut. Gut, Bernd. Okay, danke schön. Nochmal viel Glück. Danke. Tschüss. Tschüss. Robertus, 30 Jahre alt, guten Morgen. Hallo. Robertus. Ich habe eine Frage. Und zwar, ich wollte mal nachfragen, wie du das so siehst, jetzt die ganze Sache mit der Irak-Krise. Weil es ist ja momentan ja wohl so, einerseits wird gesagt von wegen, wenn die Amerikaner keine Unterstützung bekommen, wollen die da im Irak alleine losschlagen. Ja. Und so jetzt das Problem ist ja im Endeffekt ja jetzt auch mit den Engländern, dass der Tony Blair ja wohl auch anscheinend nicht die Unterstützung von der Bevölkerung hat. Nicht nur von der Bevölkerung, sondern auch innerparteilich auch. Ja, gut, aber ich sag mal, das Problem, sie hatten diese Tage, das hatte ich deinen Kollegen auch schon gesagt, und zwar war diese Tage im Mittagsmagazin, war da jemand von der Universität, der ist ja wohl auch zu diesem Thema befragt worden. Ja. Und der hat sich dann im Endeffekt in dem Punkt so geäußert, dass wenn die Amerikaner, Rumsfeld hat ja wohl auch gesagt, wenn der Tony Blair die Unterstützung nicht hat, ja, wollen die alleine losplanen. Ja, so hat das gesagt, Das Problem ist natürlich das, was er dann auch im gleichen Atemzug gesagt hatte, wenn die Amerikaner wirklich alleine losschlagen sollten und wieder erwartend die ganze Geschichte innerhalb von 10 Tagen, sage ich jetzt mal so einen Zeitraum, wenn die vorbei ist und die Amerikaner wirklich als Sieger aus dieser ganzen Sache hervorgehen sollten, dass dann natürlich die Sache dann wohl da ist, dass die Amerikaner wohl anscheinend, er hat sowieso eine Vermutung gehabt, dass sie dann wohl aus der UNO wohl im Endeffekt wohl austreten werden, beziehungsweise isoliert werden. Wenn die aber wieder erwarten, diesen Krieg innerhalb von kürzester Zeit gewinnen, dass sie natürlich so eine Monopolstellung jetzt im Endeffekt in der Welt ja wohl aufnehmen könnten, falls sie halt im Endeffekt innerhalb von kürzester Zeit den Krieg gewinnen. Ich glaube, darum geht es doch auch nur. Es geht nur darum, um die Ausweitung der Macht der Amerikaner, der USA. Es geht um überhaupt nichts anderes. Dieses ganze Gerede von wegen, dass er die Menschenrechtsverletzungen kritisiert und er will eine Demokratie schaffen dort, ist für mich völlig unüberzeugend. Also, du hast mich nach meiner Meinung gefragt. Ich bin entsetzt darüber, was da passiert. Und bin gelangweilt darüber, mir immer diesen ganzen Kram aus der UNO anzuhören und auch suggeriert zu bekommen, übrigens auch hier von unserer Politik, auch von Herrn Fischer oder auch von unseren Medien, ist der Krieg noch zu verhindern? Diese Frage wird ja seit Monaten gestellt und alle Fachleute sagen, diese Frage stellt sich überhaupt nicht mehr. Dieser Krieg findet statt. Er wird definitiv stattfinden. Das vermute ich ja auch. Also möchte ich dieses ganze Theater gar nicht sehen und möchte auch nicht immer letztendlich da verarscht werden, auf Deutsch gesagt. Dahinter steckt nur Amerika, die brutalen Machtinteressen dieses Landes. Und mich ärgert das sehr. Und ich finde die Haltung von unserer Bundesregierung ausgesprochen respektabel. Ja gut, aber ich sag mal, die Amerikaner, wenn die wirklich für diese Offenheit bzw. jetzt auch für die Menschenrechte eintreten wollen, was ich dann natürlich jetzt nicht verstehe, ist auch dann, die haben ja jetzt gestern oder vorgestern, wann das war, haben bisher in Den Haag dieses Weltgericht da vereidigt worden. Das boykottieren die Amerikaner auch, das ist auch unglaublich. Ja, Amerika, China, dann war es ja, glaube ich, noch die Türkei. Russland auch. Und Russland, Russland weiß ich jetzt gar nicht. Ja, Russland ist auch nicht dabei. Aber das ist ja ein anderes Thema. Deswegen verstehe ich ja dann auch nicht, wenn die sowas boykottieren, dieses Weltgericht.
warum jetzt gerade so einer wie der Herr Bush oder jetzt in China oder so die ganze Regierung sollte, warum die dann im Endeffekt jetzt auch gerade von Herrn Bush selber, der sich ja momentan ja auch so ein bisschen aufspielt als der Macher da überhaupt, ne? Aber Robertus, weißt du, die Frage stellt sich uns aufmerksamen Beobachtern ja, warum jetzt gerade der Irak? Warum nicht viele andere Länder in der Welt, die auch von Diktatoren beherrscht werden, brutal beherrscht werden? Warum ja jetzt der Irak? Ne? Das warum? Ist es ja gerade. Also ich habe in meinem Bekanntenkreis haben wir uns öfters mal darüber unterhalten, auch hitzige Debatten geführt, wo man eigentlich auch im Endeffekt sagen muss, ich sag mal jetzt zum Beispiel in Israel, die Sache mit den Palästinensern, mit der israelischen Regierung, wenn der Bush sagt von wegen hier, Leute, pass mal auf, macht mal ein bisschen langsamer da in Israel, warum da nicht eingegriffen wird? Weil ich sag mal, Israel, da hat man im Endeffekt gut, mal so zwischendurch von wegen, dass da einige Leute wohl versuchen, das ist ja nur, das ist ja klar, ganz klar, ist die amerikanische Regierung mit Samthandschuhen umgeht, was die Politik Sharons betrifft, was auch ein Skandal ist. Weil es passieren so viele unglaublich schlimme Sachen da unten und die auf das Konto von Israel gehen. Und Israel wird nicht zur Raison gebracht und wird nicht kritisiert. Von kaum niemandem. Ja, nicht Israel, ich will nicht Israel sagen. Wir müssen immer sagen, die Regierung Sharon, das ist wichtig. Es gab ja schon ganz tolle Friedenspolitiker in Israel. Es sind ja auch andere Länder, sprich jetzt die Türkei zum Beispiel oder wie gesagt, was du auch gerade schon sagst, es sind halt auch andere Länder, nur komischerweise, ich habe so ein bisschen das Gefühl auch immer so, jetzt wo sich die Deutschen eigentlich auch so ein bisschen jetzt in der Sache von wegen, wenn es wirklich zum Krieg kommen sollte, jetzt Herr Schröder, wie du auch schon gerade sagtest, man muss es dem Schröder irgendwo auch so ein bisschen hoch anrechnen, dass er sagt von wegen jetzt schon die ganze Zeit konsequent, er möchte nicht halt, dass die Bundeswehr damit reingezogen wird. Nur andererseits ist natürlich dann die Sache, dann heißt es wieder im Endeffekt, weil es ja damals vor 60 Jahren halt diesen, ne, du, ich glaube, du weißt schon, auf welchen Mann ich hinaus will, Adolf Hitler da, dass man natürlich dann auch so ein bisschen vorsichtig sein muss, jetzt auch von der Regierung dann, also denke ich mal, wenn man da sagt von wegen, gut, jetzt Herr Schröder, ich finde es eigentlich richtig, dass er so handelt und sagt dann wirklich konsequent nein. Ja, aber man kann das ja nur wirklich nicht miteinander vergleichen. Man kann die Situation während und vor, also während des Zweiten Weltkriegs und davor nicht vergleichen mit der Situation jetzt im Nahen Osten und mit Irak. Nee, überhaupt nicht. Das ist richtig, klar. Und dann hatte ich dann noch... ich wollte gerade was fragen. Du hast gesagt, du hättest ja irgendwie Streitgespräche oder hitzige Debatten mit Freunden gehabt. Kennst du überhaupt jemanden, der sagt, ja, dieser Krieg muss geführt werden? Ich kenne überhaupt niemanden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich eigentlich auch nicht. Also jetzt in meinem Bekanntenkreis, da die sagen im Endeffekt auch, also viele sind halt auch eigentlich der Meinung, dass sich der George Bush da auch so ein bisschen aufspielen will. Ich finde zum Beispiel grandios, dass das hat man früher ja nun wirklich vermisst, dass die katholische Kirche, das heißt der Papst, so eine klare Stellung bezieht. Ich habe hohen Respekt davor, die Kirche hat ja oft geschwiegen in früheren Zeiten, aber dass der Papst, dieser alte, kranke Papst, so klar seine Meinung vertritt und ohne Wenn und Aber, das finde ich hochrespektabel. Ja, ich finde es aber dann auch so ein bisschen komisch. Ich meine, jetzt, wo die Amerikaner wohl so ein bisschen Ärger mit der türkischen Regierung gekriegt haben, dass sie halt nicht von vornherein gesagt haben, dass sie da ihre Truppen stationieren dürfen. Komischerweise, dass sie jetzt auch immer in Rumänien da mittlerweile da ihre ganzen Basen dann momentan aufbauen können, beziehungsweise auch ihre Flugzeuge und so da, da stationieren dürfen. Robertus, letztendlich steckt nur dahinter, Amerika will verfestigen, dass Amerika für einen sehr, sehr, sehr langen Zeitraum die einzige Macht, Weltmacht auf dieser Erde ist. Nur darum geht es. Ja, aber ich denke mal, die Franzosen, also jetzt gerade bei Frankreich, wird ja jetzt im Endeffekt so hinter vorgehaltener Hand, was man da teilweise, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen da liest, was so einige Regierungssprecher da sagen, die sagen halt im Endeffekt auch bei Frankreich, da ist zum Beispiel auch dieser Vergleich mit diesem Zweiten Weltkrieg da damals auch gefallen, dass halt so nach dem Motto von wegen, ja, die Franzosen
versuchen, aber die französische Regierung versucht halt im Endeffekt, sich immer im Endeffekt auf die Seite mehr oder weniger dieses Siegers zu stellen. Mhm. Nur das ist natürlich dann auch ein bisschen müßig, man macht sich das einfach. Ich glaube, dann ist natürlich jetzt rausgekommen, dass natürlich jetzt, wenn es wirklich zum Krieg kommen sollte, jetzt ist wohl rausgekommen, dass einige Ölfirmen in Frankreich wohl, die in Frankreich da wohl ihren Sitz haben, dass sie natürlich schon Vorverträge wohl angeblich schon mit der irakischen Regierung jetzt schon da haben. Wir wollen mal warten. Und wenn es wirklich zum Krieg kommen sollte, dann, dass die Verträge dann, je nachdem, was für eine Übergangsregierung da reinkommt, ist das natürlich so ein bisschen damit gefährlich. Ich bin auch sehr gespannt, ob die Franzosen den Kurs durchziehen bis zum Schluss oder ob sie sich nicht irgendwie doch noch ein Türchen offen halten aus wirtschaftlichen Interessen. Das Problem ist natürlich, wenn es jetzt wirklich zu dieser Abstimmung kommt, weil diese Tage hieß es ja noch von wegen, in diesem UNO-Sicherheitsrat von wegen jetzt die Resolution, die Frankreich und Amerika einbringen wollte, noch mit einbringen wollte und England. Erst hieß es vor zwei Tagen, hieß es noch von wegen, die amerikanische Regierung hat überhaupt keine Möglichkeit, weil die Stimmen einfach fehlen. Und jetzt gestern hieß es von wegen, den Amerikanern fehlt nur noch eine Stimme. Es wird getrickst, es wird geschmiert. Es ist alles unerträglich. Also ich finde es unerträglich, dieses UNO-Theater mir da anzugucken, weil da so viel im Hintergrund wahrscheinlich an Mauscheleien läuft, dass es uns übel würde, wenn wir das erfahren würden. Ja, das ist, wie gesagt, also das Problem ist wirklich, wenn die Amerikaner wirklich da alleine losziehen und dann, sage ich mal, den Krieg innerhalb von kürzester Zeit wenden, weil dann, denke ich mal, könnte es hier, sage ich mal jetzt, was die Weltpolitik betrifft, also der Schuss ganz schön nach hinten los. Robertus, ich danke für deine Meinungsäußerung zum Thema Irak. Also, auf Wiederhören und alles Gute. Mach's gut, wünsche ich dir auch. Tschüss. Jetzt sage ich meiner Regie, dass ich die Leitung von Robertus nicht aus meinem Computer rauskriege. Aha, vielen Dank. Eine schlaue Hilfe von außen hat's getan. Und hier habe ich René, 17 Jahre. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, René. Also, bei mir ist das Problem, ich komme jetzt so mit Mädchen zusammen, die ist 16, ich bin 17, ich kenne jetzt seit ungefähr anderthalb Monaten. Mhm. Und das Problem ist, die ist im vierten Monat schwanger von einem anderen. Oh. Ja. Weiß der andere das? Ja, der weiß das. Mhm. Aber der ist auf dem Standpunkt, ich zahle Geld und mehr nicht. Mhm. Hat sie dir das kürzlich gerade erst gesagt? Die weiß es auch erst selber seit ungefähr zwei Wochen. Ach so. Ja, da war die beim Frauenarzt und weiß es erst seitdem. Als du das erfahren hast, was hast du da empfunden? Ich war baff irgendwie. Ja, sie hat auch geheult. Sie wusste nicht, wie sie den Eltern sagen sollte. Nein, du warst baff, das ist mir völlig klar, dass man da baff ist. Aber hat es irgendwas so an deinem Verliebtsein? In deinem Verliebtsein geändert, verändert? Nö. Eigentlich nicht. Das heißt, du könntest durchaus damit leben, dass deine Freundin ein Kind bekommt? Ja, nur ich habe halt Angst vor der Verantwortung. Na gut, du bist ja nun mal nicht der leibliche Vater. Nee. Die Hauptverantwortung liegt bei ihr und hauptsächlich dann leider bei ihr, wenn der Typ sich da rausgestohlen hat. Ja. Aber also ich finde jetzt eine ganz wichtige Aussage von dir, ich stehe zu dem Mädchen und das macht mir nichts aus. Ne? Das hast du gesagt. Das finde ich ja ganz toll. Ich habe die weiter lieb, auch wenn die schwanger ist von einem anderen Mann. Ja. So. Ich finde, das ist die allerwichtigste Voraussetzung. Und auf dieser Basis könnt ihr beiden doch einfach ganz entspannt jetzt weiterleben und euer Leben gestalten. Und was dann danach kommt, wenn das Kind auf der Welt ist, muss man da mal gucken. Die Hauptverantwortung liegt ja nicht bei dir. Aber wenn du emotional deiner Freundin beistehst, ist doch schon mal eine ganz tolle Sache. Ja. Würde ich mir gar nicht so groß im Kopf jetzt machen. Wenn du für dich, ich finde, die allerwichtigste Frage ist, habe ich die noch lieb, genauso wie vorher? Ja, auf jeden Fall. So, und macht es dir was aus, irgendwann mal ein Baby im Arm zu tragen, in den Arm zu nehmen, das nicht von dir ist? Nö. So, es ist halt nur die Angst vor der Verantwortung irgendwie. Ja, aber ihr wollt ja auch nicht zusammenziehen und wollt ja auch nicht gleich eine Familie werden. So ist es doch nicht geplant. Nein, ne? Na, siehst du. Nein. Also, wenn du wenn du so fühlst, wie du es mir gerade beschrieben hast, wirst du deiner Verantwortung auch gerecht. Bin ich ganz sicher. Bin ich ganz optimistisch, René. Würde ich mir gar keinen Kopf machen. Ja. Alles Gute.
Gut, kann ich noch ein Autogramm haben? Ja klar, leg auf, wir rufen dich gleich nochmal an. Gut, okay. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Gudrunhausen. Morgen sind wir wieder da, morgen auch nur wieder im Radio. Und auch wie immer freitags mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch eine schöne Nacht, eine gute Nacht und freue mich auf morgen Nacht. Bis dann. Tschüss.